Ja, und somit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Projekt von mir, und zwar Borderlands 2. Wir ja, starten das Spiel. Es dauert einen Augenblick, weil immer mal sich gerne das Inhalt herunterladen aufhängt. Ja, was kann ich sagen? Nachdem wir ja jetzt Borderlands 1 ja schon gespielt haben und ich gerade mit Bioshock durch war, was urplötzlich übrigens geschah. Ich dachte, ich hatte noch ein, zwei Tage mehr Zeit. Habe ich mir gedacht, okay, was kannst du machen? Eigentlich habe ich gedacht, hey, komm, machst du Rayman 2. Dann ist mir aber aufgefallen, oh, hoppla, ich bin ja schon mit dem nächsten Spiel fast durch. Ja, und dann kam das Ganze halt zum, das eine zum anderen, und jetzt kommt halt Borderlands 2 statt Rayman 2. Ist egal, Rayman 2 kommt dafür dann für Just Cause von der Uhrzeit her. Und Moment mal ganz kurz. Ja, und ansonsten würde ich sagen, machen wir natürlich einen neuen Spielstand. Ihr seht ja, ich habe hier meinen Hauptspielstand, da bin ich Level 67. Bin ein wenig pink, ich weiß. Huch. Ruckelt ein bisschen, oder? Ah, nur wenn man sehr schnell dreht. Okay. Glaube ich mal aber trotzdem mal bei den Optionen einige Einstellungen runter. Denn auch wenn ich, sagen wir mal, eine gute Grafikkarte drin habe, mehr oder minder, will ich das jetzt hier nicht übertreiben. Passt das? Jo, das sollte passen. Gut. Damit halt zumindest ein bisschen mehr Leistung fürs Aufnehmen da ist, machen wir das mal so. So, dann würde ich sagen, neuer So, Spielstand du willst und ich bin also mal von meiner ruhig. Geschichte hören. Eine, in der sich das Schicksal von Pandora entscheidet. Wenn nicht, Pech, ich erzähle sie dir trotzdem. Es begann mit der Kammer, ein Alien-Gefängnis, zu öffnen mit einem mystischen Schlüssel. Die Krieger, die die Kammer öffneten, fanden jedoch zu ihrer Enttäuschung nur einen Haufen Tentakel vor. Sie zogen davon, überzeugt, dass die Kammer keinerlei Schätze enthielt. Sie irrten sich. Die Öffnung der Kammer führte zur Bildung von Iridium, einem kostbaren Alien-Element. Bald tauchte das seltene Mineral überall auf Pandora auf. Sein Vorkommen lockte viele an, auch die Hyperion Corporation. Hyperion kam nach Pandora, um Iridium zu schürfen und für Ordnung auf dem Planeten zu sorgen. Bei Grabungen stieß Hyperion auf Hinweise auf eine noch größere Kammer. Ihr Boss schwor, sie zu finden und ihre Macht zu nutzen, um die Borderlands zu zivilisieren. Aber nicht nur Hyperion hat es auf die Macht der zweiten Kammer abgesehen. Dem Lockruf von Gefahr und Beute ist nicht leicht zu widerstehen. Bestimmte Krieger kamen in Scharen nach Pandora, um ihre Geheimnisse zu ergründen. Manche nennen solche Typen Abenteurer, andere Narren, ich nenne sie Kammerjäger. Unsere Geschichte beginnt mit ihnen und mit einem Mann namens Handsome Jack. Ja, nicht wundern, warum oben eben Escape zum Überspringen steht. Ich habe Mikro aus und angemacht. Ich wusste ja nicht, dass er das Numpad realisiert als Tastendruck. Ist halt ein bisschen schade drum. Tja, ja. Oh, kann es angehen, dass es relativ leise ist? Na, umso besser. BZW, umso besser für mich. Brauche nicht allzu viel ändern. Und da bin ich jetzt mal ein bisschen lauter. Es tut mir leid, dass ich darüber quatsche, aber ich will halt nochmal sicher gehen, dass das nicht irgendwie, naja, hier wieder Copyright-Probleme gibt. Sonst muss ich hier ab
jetzt den Ton rausschneiden. Von daher, falls das so sein sollte, tut mir leid. Falls ich was erzähle, irgendwas Spannendes, werde ich das gleich nochmal erzählen müssen. BZW nachtragen, keine Ahnung. Ihr werdet es mitkriegen. Auf jeden Fall sehr schönes Intro für ein Videospiel mal wieder. Aber hey, das sind wir von 2K ja auch gewöhnt, dass da ja quasi Liebe im Detail steckt. Und ja, eins steht fest, ich habe einige DLCs, auch DLC-Charaktere. Aber ich werde die Hauptcharaktere nehmen, die man jetzt sieht, also einen von denen. Weil das quasi die Charaktere sind, die auch ja quasi fürs erste Borderlands 2 Spielspektakel ja gewählt wird. Also wenn man halt schon ganz normal Borderlands 2 kauft, sind auch die nur verfügbar. Von daher, damit ich nicht zu viel weiterrede über das Thema, würde ich sagen, kümmern wir uns darum, dann gleich uns einen Charakter auszuwählen. Ich will eventuell nicht, wie ihr eben im Startbildschirm gesehen habt, wo ich ja meinen Charakter habe, nehmen, sondern ich will eventuell tatsächlich entweder auf den Garnsucker gehen, also den man jetzt eben gerade gesehen hat, oder auf die, wie heißt das denn noch, zur Hölle? Na, auf die eben auch zu sehen war, die Dame. Ich muss jetzt kurz überlegen, wie die nochmal genannt werden. Scheibengleister, ich hab's mir nicht gemerkt, den Begriff. Kommt vor. Na, wie dem auch sei. Na, ich kann ja nicht zulassen, dass ein paar psychopathische Mörder vor mir bei der Kammer sind. Versteht mich nicht falsch. Ist ja putzig, dass ihr glaubt, ihr wärt die Helden in diesem Abenteuer, aber das seid ihr nicht. Willkommen auf Pandora, Freunde. Alles klar. Auch hier wieder gleich vorab erwähnt, ich werde es versuchen zu 100% zu spielen, also sofern 100% der Story. Aber halt nicht, dass ihr Angst kriegt, ich werde nicht irgendwie jetzt jedes einzelne Item versuchen zu finden oder so. Dafür habe ich einfach noch Errungenschaften, die ich suche. So, und ich meine natürlich Sirene, ich habe jetzt wieder den Begriff. So, und das hier sind zwei DLC-Charaktere, einmal die Mechomancer. Das R ist stumm, Entschuldigung. Mechomancer. Und der Psycho. Aber wie gesagt, diese beiden sind ja, soweit ich es noch in Erinnerung habe, DLC-Charaktere. Und ja, deswegen kurz noch auf eingegangen. Natürlich ganz kurz. Einmal gibt es den Kommando, also den Action-Skill-Geschütze besitzt. Der den Action-Skill-Geschütze besitzt. Was er machen kann, ist, ja, wie er schon sagt, einfach Geschütze hinstellen und eigentlich auch nicht viel mehr, glaube ich. Also, leider. Dann gibt es noch den sogenannten Zero, den Assassin. Achso, ja, hier, Entschuldigung. Axton heißt ja der Kommando. So, Zero, der Assassine. Der kann sich für kurze Zeit unsichtbar machen. Kann, soweit ich weiß, auch Klone erschaffen dadurch. Also, weil, genau. Er platziert dann einen Klon, der dann eine Täuschung ist in dem Fall natürlich. Und ich glaube, die Täuschung kann in Feuer, Blitz, Slack, was war es noch? Also in einigen Sachen zerspringen. Ist aber auch wieder mit dem Skill Tree verbunden. Dann gehen wir noch auf die Sirene ganz kurz ein. Die hat Face Lock. Das ist quasi, soweit ich das verstanden habe. Also Maya, die Sirene, natürlich nochmal ganz kurz der Name. Das ist, soweit ich verstanden habe, ein Schild oder eine Art Schwebe macht, dass man quasi die Gegner in die Luft hebt. Eins von beiden. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz auf der Höhe. Entschuldigung. Und dann haben wir noch den Garnsucker. Action Skill ist Garnsucken. Das heißt einfach, statt dass er mit einer Waffe schießt, schießt er mit zwei. Der Witz ist, es werden die zwei Waffen nebeneinander genommen. Heißt, wenn man die erste Waffe ausgerüstet hat, die im zweiten Slot. Wenn man die zweite Waffe ausgerüstet hat, im dritten Slot und so weiter. So habe ich das verstanden. Allerdings ist das Problem, es ist gar nicht so. Und zwar, jetzt kommt der Witz an, es ist nämlich exakt dieselbe Waffe. Man hat quasi im ersten Slot, sagen wir mal, einen Raketenwerfer, dann nimmt er in die zweite Hand genau denselben Raketenwerfer. Also er klont die in der Hand quasi. Was ich mich allerdings bis heute frage, warum dadurch nicht ein Bug oder ein Glitch geschieht, wenn man sie aus Versehen wegwirft, dass man dann zwei Raketenwerfer droppt.
Das hat 2K einfach zu gut gemacht. So, natürlich auch, wenn ich die nicht auswähle, gehe ich natürlich auch auf die ein. Krieger Psycho. Okay, er heißt einfach Krieger. Ja, ist einfach wie die normalen Psychos im Spiel. Greift halt direkt mit Axt an und so und kann auch die Axt werfen. Und dann haben wir noch die Geiger. Ich glaube, Geiger wird ausgesprochen. Oder Gage. Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, Mechomancer. Kann halt einen, ja, Roboter rufen, der auch mitkämpft oder halt Leben gibt oder halt Schutzschild regeneriert. So, aber wie gesagt, das waren jetzt so die Klassen einmal kurz beschrieben. Der Part heute auch sowieso immer länger. Ihr wisst ja, immer erster Part ist sehr lange wegen Einleitung USW, genauso wie der letzte Part wegen Credits USW. Aber wie gesagt, ich gehe heute... oder soll ich den mitnehmen? Den ganzen... Obwohl Ganzlöcker... Lohnt sich das? Ich weiß nicht. Also jedenfalls... eins gucke ich mal nach, wie viele Minuten wir schon aufgenommen haben. Ja, wir haben allein schon jetzt 11 Minuten. Also ihr merkt, wenn ich jetzt dann gleich Folgenende schon machen würde, nachdem halt Einleitung und Charakter-Erstellung war, ich würde niemals ins richtige Spiel kommen. Hallo? Ah, grandios. Ich glaube, ich muss das Spiel ganz kurz neu starten sogar. Es tut mir leid. Spiel? Hallo, Spiel. Okay. Kann sich nur um Sekunden handeln. Notfalls schneide ich es raus, falls es zu lange dauert, dieser Hänger. Tja. Ah, okay. So. Ja, ich starte mal kurz das Spiel neu. Es hat sich nämlich aufgehangen. Das tut mir leid. Das. Damit habe ich nicht gerechnet, dass sowas passiert. Werde natürlich jetzt auch dementsprechend alles überspringen an Trailer-Footage oder Intro-Footage. So. Kann man ja praktischerweise mit Linksklick. Das Einzige, was wieder jetzt etwas länger dauern wird, wird wahrscheinlich der kurze Ladebildschirm von wegen Inhalte und sowas suchen. So, Moment. Okay, dann weiß ich. Borderlands 2 sollte ich so selten wie möglich raustappen. Am besten. Oder es läuft einfach so. Okay, dann wie gesagt, neues Spiel. So, du willst also noch eine Geschichte hören. Eine, ja, lädt. Das Schicksal von Pandora entscheidet. So, dann haben wir das übersprungen. Wie gesagt, also, ich bin an überlegen... Wie gesagt, Garnsurker kann mit zwei Waffen für eine kurze Zeit ballern. Obwohl, auf... Was hatte ich denn eigentlich im anderen gespielt? Ich glaube, da waren wir mit einem Sniper unterwegs, der... Was hatte der eigentlich für einen Skill drauf? Ich weiß es gar nicht mehr. Stimmt, das war Bloodwing loszuschicken. Also quasi in der Theorie dasselbe wie Zero. Also, weil der kann auch... Nee, Quatsch. Das wäre im Vergleich wie mit hier... Mechomancer. Weil sie hat ja auch den Roboter. Egal. Ich glaube, es ist sogar egal, mit welchem wir spielen. Es geht ja nur darum, dass wir auch ein bisschen Story sehen. Klar, jeder Charakter hat Vorteile, jeder Charakter hat Nachteile. Zum Beispiel mit ihm sind wir relativ klein. Nein, okay, Spaß beiseite. Wer weiß, also... Wir hatten die Möglichkeit, im ersten Teil schon mit einer Sirene zu spielen, und da habe ich es nicht wahrgenommen. Ach, wisst ihr was? Ich nehme den Garnsurker. Ganz einfach, ich nehme den Garnsurker. Kann hier auch gleich mal den Kopf auswählen, weil ich schon einige natürlich habe. Gott, sieht der alt aus. Einige natürlich auch wieder, soweit ich weiß, DLC-Dinger. Ich glaube, ich bleibe einfach beim Original-Ding. Irgendwie fällt mir das schwierig mit den Farben, weil auch die Haar- und Bartfarbe... Oh, okay, das kann bleiben. So, dann machen wir natürlich...
Hashtag. Hoppla, falsch, da. YouTube. So, einfach damit ich das schon mal eingestellt habe. Und ja, dann würde ich sagen, ab dafür. Wie gesagt, Sirene kann ich immer noch mal bei Zeiten euch zeigen. Hab selber, glaube ich, sogar eine Sirene hier im Spiel. Na toll, noch ein toter Kammerjäger. Einfach als Sonderfolge dann vielleicht. Ich trinke mal eben einen Schluck. Das dauert eh einen Augenblick. Moment, du bist nicht tot. Ja, jetzt komme ich von diesem Gletscher runter. Claptrap, dein metaphorisches Schiff ist endlich gekommen. Darf ich mich vorstellen? Ich bin ein CL for PTP Stewardbot. Aber meine Freunde nennen mich Claptrap. Oder sie würden mich so nennen, wenn sie noch leben würden. Oder je existiert hätten. Oh, ich habe da was für dich. Hier, nimm diesen Echo-Communicator, den ich ganz sicher nicht einer dieser Leichen abgenommen habe. Er ist mit einem Klasse 12 Heads-Up-Display und einer Minikarte ausgestattet. Und jetzt, mein Freund, schaffen wir dich rein. Fantastisch! Da ich jetzt einen mächtigen Kammerjäger getroffen habe, so, kann ich mich endlich dem Widerstand. Neue Gültigkeit halte ich, ja, ich habe 55 Goldschlüsse, weil ich einfach mal beim Stream von LeFloid mit zugeschuckt habe, zugeguckt habe. Und da wurden Goldschlüssel-Codes gegeben. Es gibt einen Grund, dass du noch lebst und ich bin hier, um dir zu helfen. So, also da wurden Goldschlüssel-Codes vergeben, das sind halt perma-funktionierende. Die kann ich leider nicht weiter. Die kann ich leider nicht mehr weitergeben, weil ich die nicht mehr habe. Also weder im Kopf noch so. Aber wir folgen mal den kleinen Claptrap hier. ZW gehen einfach direkt zu seiner Butze. Achso, dass ihr es gleich wisst, ich mache jetzt keinen Speedrun hier raus oder sowas in Richtung. Ich habe es ja beim ersten Teil ganz gut versucht, eigentlich relativ schnell von A nach B und alles Mögliche zu schaffen. Aber hier werde ich versuchen, relativ hohe Level zu erreichen, damit ich im späteren Spielverlauf einfach viel leichter durchkomme. Und halt auch bessere Waffen habe, könnte man sagen. So. So kann man alles aufsammeln. Achso, und wir haben natürlich, daher, du hast erfolgreich Natural Selection einer freigeschaltet, suche einen eigenen Eingang im Bild Live Explosionspress. Also wir haben einiges freigeschaltet, weil DLCs kauf und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich auch schon Waffen im Inventar. Normalerweise fängt man, glaube ich, waffenlos an. So, das kann ich mal fallen lassen, weil die schon... Oh, kann ich einsetzen. Heißt, ich habe noch gar keinen Gunslinger gehabt. Oh, okay. So, ich will natürlich auch eine Sniper ausgerüstet wissen. Ich glaube, ich nehme dafür die raus, weil die hat einfach Genauigkeit allein schon weniger als das. Also, somit ist es gar nicht schade drum. Okay, dann... Was? Gute Zeit, gute Zeit. Also. Erklär es nochmal, Amigo. Nimm den Rekorder. Du wirst sterben, bevor du die Kammer erreichst, du Wahnsinniger. Bevor du auch nur einen Hauch ihrer Macht spürst, wirst du zigtausendfach erschossen und verbrannt und niedergestochen und zerfleischt. An diesem Satz hat mir einfach alles gefallen. Danke für den Hinweis, Amigo. Du verblendeter Psychopath. Sobald ich zurück zu meinen Männern komme, werden wir mit Verstärkung wiederkehren. Und du und jeder in diesem widerwärtigen Dorf, all die alten Männer, all die Frauen, all die Kinder, ihr werdet alle brennen. So was sollte man halt nicht sagen. Ich hab dich gehört, dein Arm hat beim Brechen so laut geknackt. Naja. Okay, interessante Audioaufnahme. Und öffne dich! Und von daher würde ich sagen... Kleiner Beitrag zur erhöhten Sicherheit. Man muss diese Bullimons im Schach halten, sonst reißen sie an die Augen raus. Na gut. Claptrap Place. So. Jetzt haben wir hier so einen ganz komischen... Lost Place für Claptraps oder sowas ähnliches. Wo halt nur noch der eine Claptrap vorhanden ist, ne? Okay, aber... Tut mir leid, bis ihr
aussieht. Chicklet, Hausmasse-Kills hier ab. Banditen, Kammerjäger, Flip-Trap-Einheiten. Wenn sich das jetzt fröhlich anhört, dann nur, weil das meine Standardstimme ist. In Wirklichkeit bin ich sehr deprimiert. Die Kreaturen in dieser Gegend sind gefährlich. Zum Beispiel dieser Bullymob namens Knucklecracker hat alle getötet, die ich kannte. Wie auch immer. Ich habe eine Pistole in dem Schrank da drüben. Für Notfälle. Aber hier drin sind wir ja sicher. Okay, ganz kurz. Okay, Moment, dann warte ich kurz. Dein Auge! So, ganz kurz erläutert, ich brauche diese Dinger für... Moment, wo ist das hier? Better Strengths. Weil dann kriege ich Better Tokens und diese Tokens kann ich dann wiederum einlösen. Um, ja, solche Sachen hier wie kritischer Trefferschaden, Elementareffekt und so weiter hoch zu pushen. Darauf gehe ich aber später noch ein. Erstmal gehe ich darauf ein, dass wir noch einen Skillbaum haben. Und der unterscheidet sich in drei Sachen. Einmal in Schieß... Ne, das habe ich jetzt nicht. Entschuldigung. Einmal in Schießen, einmal in Randale und einmal in Muckis. Und ja, jede Sache hat natürlich einen Unterschied. Hier ist es halt einfach, ja, der Action-Skill ist halt ganz oben logischerweise. Und dann kommt halt Nachladen deiner Waffen verschärft dir kurze Zeit einen Feuerrate-Bonus, ne? Also das ist dann das. Oder halt Waffenwechselgeschwindigkeit nur den kritischen Trefferschaden erhöht, ne? Also... Das sind so Kleinigkeiten, die halt hier sind. Zum Beispiel Muckis ist einfach nur maximale Gesundheit und halt die Schaden-Nimm-Sache. Also, dass man halt weniger Schaden nimmt und mehr Leben hat. Während dann wiederum Randale ist, ja, dass man halt einfach wirklich total ausrasten kann, kaum Munition verschwendet und so weiter. Sogar Kugeln wiederkriegt, statt dass man sie verbraucht. Okay, egal. Aber wie gesagt, wir müssen diese Dinger hier entdecken, dann kriegen wir... Better Strength Points, da gibt es auch ein Video zu, wie man alle findet, darauf werde ich aber nicht eingehen, weil, wie gesagt, ich würde schon ganz gerne einfach selber spielen. Notfalls, wenn ich das ein oder andere Badass Token Pointchen bräuchte, wenn ich das so ganz komisch sage, aber ist es so, dann gehe ich darauf nochmal ein, aber ansonsten natürlich nicht. So, besorge dir eine Waffe. So. Achso, genau, Enter. So, und da ist jetzt die Pistole, die wir gekriegt haben. Und das passt ja. Dank Handsome Jack braucht Pandora einen neuen Helden. Ich weiß, dass du dieser Held bist. Abgesehen von den entsetzlichen Schmerzen ist das alles super. Ich habe schon auf einen Kammerjäger gewartet, der mir hilft, nach Sanctuary zu kommen. Ich werde dein weiser Anführer sein und du mein furchtloser Untertan und Handlanger. So. Wie gesagt, ich gehe hier zwar gründlich vor, aber nicht allzu gründlich. Ich nehme jetzt nur am Anfang ein bisschen Munition mit, weil wir die nachher noch gebrauchen können, logischerweise. Und auch schon mal ein klein wenig Kleingeld, weil wir am Anfang ja echt gar nichts haben. In anderen Spielen kriegt man ja immerhin zumindest ein klein wenig was spendiert. Hier ist es aber nicht so. Aber, ich guck mal jetzt ganz kurz bei den Raustappen und wieder reintappen. Bitte nichts passiert. Okay, das funktioniert. Also raus und reintappen geht, wenn man nicht gerade in irgendeiner Erstellung oder sonst was hängt. Alles klar, weiß ich Bescheid. Gut, dann machen wir jetzt noch ein paar Minütchen. So ein, zwei Minütchen, dann mache ich da einen ganz kurzen Cut. Und von daher... Okay. Falls es doch noch zu sehr ruckelt oder es nur für mich ruckelt, weil wegen ist so, dann tut es mir natürlich leid, wenn es für euch ruckelt. Aber wenn es für mich ist, ist das halb so schlimm. Also, wenn ich nur das Ruckeln habe. So, natürlich nicht vergessen, hier schön Munition aufzuladen und Geld zu sammeln. Bleib dicht bei dem Roboter. Er hilft dir, von diesem Gletscher herunter und nach Sanctuary zu kommen. Nur dort bist du in Sicherheit. Ganz kurz gesagt sei,
ich kenne die ganze Story schon von Anfang, wie gesagt. Habe ja schon ein paar Charaktere. Und jetzt hängt sich das Spiel noch auf. Moment. So. Huch. Alter, jetzt ruckelt es gerade richtig hart für mich. Und ich glaube auch für euch in der Aufnahme. Alter, bitte Spiel. Okay, ich mach mal ganz kurz Escape. Und würde sagen, ich, hallo? Ah, so. Ich würde sagen, dann gehe ich nochmal in die Option rein. Und nochmal in die Grafik. Vielleicht muss ich sogar auf, ja, halbes HD gehen. Momentan bin ich auf 1920 zu 1080 und vielleicht ist das ja noch zu hoch. Oder ich, warte, ich gehe mal da auf aus. Laubdistanz. Na, bitte, danke. Umgebungsverdeckung an. Text. Tiefenschärfe. Kann bitte aus. Das ist so. Warte. Eine Option. Effekte. Der gezackte Kanten. Klettertür. Besonders Performance. Ja, bla. Okay, das sollte jetzt aber passen. Und Audio will ich nochmal ganz kurz gucken. Genau, Musik hatte ich ja leiser gestellt. Genau. Weil ich schon sowas mir gedacht hatte. Untertitel mache ich natürlich an, damit man auch was mitkriegt im Fall der Fälle. Ja, das kann anbleiben. Das mache ich mal aus. Und mache eh mal Voice Chat leiser, falls doch mal was sein sollte. Audio-Stimmen beim Fokusverlust. Okay. Egal. Passt alles? Und ja. Seit wann haben die denn Blutflecken? Muss ich eventuell doch zur Zensurschere selber greifen? Ach nein, wieso denn auch? So. So, beim nächstbesten Speicherpunkt werde ich dann auch, glaube ich, mal Part Ende machen, Leute. Oh, und kaum erwähnt man schon, haben wir ihn erreicht. Der war böse, Clap. Du brauchst die Hilfe dieses lustigen kleinen Roboters, um Sanctuary zu erreichen. Die letzte Bastion des Widerstands gegen Jack. Und der einzige Ort, wo du sicher bist. Begib dich nach Sanctuary. Hey, was ist das für ein Geräusch? Bist du am Kämpfen? Alles klar, läuft bei ihm. So. Huch. Ich sehe einen tapferen Untertan und einen unglaublichen Roboter. Das heißt, derjenige, der mein Auge hat, ist ganz nah. Ganz kurze Frage, wie kann das funktionieren? Es muss mit Kabeln in ihm verbunden sein. Wie kann er uns sehen? Oder hat es eine Wireless LAN-Funktion? Egal. Ganz kurze Info, ich dachte damals, man müsse auf das Auge um seinen Hals auch schießen. War natürlich eine totale Fehlinformation für mich selber. Habe ich geschafft? Nee, habe ich nicht.
Schade, es gibt nämlich einen Trick, wie man ihn ein wenig verbacken kann, den Kampf. Okay, dann haben wir hier alles eingesammelt. Dann machen wir uns mal weiter auf. Moment, hatten wir keine Munitionsanzeige vorher? Ah, da haben wir jetzt welches. Eine, Entschuldigung. So, aber dann würde ich sagen, bevor es hier weitergeht, wir machen Part-Umschwung, heißt in den nächsten Part geht es. Genau, Shift-Codes auf Twitter. Ich weiß nicht, ob das immer noch läuft. Also ob die das immer noch aktuell aktiv machen, weil ist ja schon eine ganze Zeit lang her, Borderlands 2 und so. Und ob die das überhaupt noch machen, ist eine andere Frage. Aber sollte es so sein und sollte es wirklich noch so sein, dass sie das machen, fettes Lob. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns wahrscheinlich schon morgen wieder hier. Und von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Stars, haut rein und ciao.